Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wer sein Freigelände mit einer Videokamera überwachen möchte, steht meist vor einem Problem. Kein Strom, kein WLAN. Wie bekomme ich sowas aufgenommen? Hier hat zum Beispiel die Firma Xega, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Xega, vielleicht auch so, eine Lösung für euch. Ihr könnt damit eure Pferdekoppel überwachen. Einfach ein Ferienhaus, welches kein WLAN hat, kein Strom draußen irgendwie zum Anschluss hat, könnt ihr damit überwachen. Wir packen das Teil heute mal aus. Ich erkläre euch die Videokamera, die Überwachungskamera im Einzelnen und ich habe auch noch eine Überraschung von euch. Das Ganze habe ich gleich zweimal bekommen, um ein Gewinnspiel zu veranstalten. Also, wenn ihr davon eine Überwachungskamera gewinnen wollt, wenn ihr sie braucht und hier an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt, schaut doch gerne unten in der Videobeschreibung nach. Da sind alle Teilnahmebedingungen hinterlegt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Los geht's nach dem Intro. Ja, wie gesagt, zweimal. Ich nehme natürlich es einmal weg. Wie gesagt, ihr könnt eine gewinnen hier in diesem Video. Alle Teilnahmebedingungen, wie schon erwähnt, unten in der Videobeschreibung. So, die machen wir mal weg. Und hier gucken wir uns mal kurz die Packung an. Also, ich weiß nicht, wie man den Namen direkt genau ausspricht. Xega vielleicht. Also fast wie Sega, nur mit X vorne. Und hier habt ihr schon die Kamera mal abgebildet. Hier noch ein Smartphone. Ihr könnt die Kamera natürlich mit einem Smartphone bedienen und halt auch was da passiert, halt auf dem Smartphone dann übertragen und euch anschauen. Ihr habt hier nochmal ein Solarakku PTZ Kamera Outdoor. Ihr habt natürlich hier einen Akku verbaut. Dann habt ihr zum Beispiel hier, das ist nochmal zu erwähnen, ein Zwei-Wege-Audio, also ihr könnt mit der Person, die vor der Kamera steht, zum Beispiel euch auch unterhalten. Eine simple Installation, da bin ich mal gespannt. Und dann halt hier auch eine intelligente Personenerkennung soll das sein. Jetzt machen wir aber nicht weiter länger rum mit der Verpackung, sondern wir schieben da mal die Packung nach hinten, dass ihr auch was sehen könnt. Hier dann gleich eine Anleitung und wer jetzt schon genau hinschaut, sieht das Besondere, was ich am Anfang gesagt habe. Ihr wollt euer Freigelände überwachen, sprich eine Pferdekoppel oder halt ein Ferienhäuschen, welches zum Beispiel keinen Internetanschluss hat. Hier diese Kamera kann mit einer SIM-Karte oder ist mit einer SIM-Karte ausgestattet. Entweder 3G oder 4G LTE-Empfang ist dafür dann vonnöten. Also das muss dann schon empfangbar sein. Wenn ihr natürlich hier am A der Welt lebt, dann habt ihr da natürlich vielleicht auch keinen Empfang. Das müsst ihr natürlich vorher ausprobieren. Hier in der Kamera verbaut ist schon eine SIM-Karte mit 100 MB Startvolumen. Das könnt ihr auch über die App dann wieder neu dazu buchen, wenn ihr das wollt. Aber ihr könnt natürlich auch von eurem Hersteller eine SIM-Karte hier drin verbauen. Wir haben hier eine Anleitung, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Also hier könnt ihr euch voll ausleben. Dann haben wir hier eine Bohrschablone, auch nochmal mit der Anweisung, hier ist oben. Hier direkt oben auf, das dürfte dann das Solarpanel sein. Ich habe sie noch nicht ausgepackt, also ist wirklich auch für mich der sogenannte erste Eindruck. Hier das Solarpanel, da hatte ich recht. Ich lege es gerade nochmal runter und dann schauen wir uns das mal an. Also ich bin jetzt nicht so bewandert mit den Solarpanels, aber es dürfte ja reichen, um diese Kamera, die hier noch mit in der Verpackung ist, natürlich zu laden. Und da schauen wir uns dann gleich mal später an, wie das Ganze funktionieren soll. Was haben wir noch in der Verpackung? Da machen wir jetzt erstmal weiter, damit wir hier mal Platz auf dem Tisch bekommen. Hier fällt schon was raus. Da haben wir einmal, ich nenne es mal ein Ladekabel, USB-A auf Micro-USB. Schade, Micro-USB. Bald darf der Standard ja nicht mehr verbaut werden. Das hat dann auch bald ein Ende. Was haben wir hier noch? Hier haben wir verschiedene Montagematerialien. Auch hier gilt natürlich, kauft euch bitte andere Dübel und andere Schrauben. Die Hersteller, kann man natürlich auch so ein bisschen verstehen, legen natürlich nicht die besten hinzu. Ich sehe hier auch gerade, also es sind ganz normale Schrauben. Wenn ihr die im Außenbereich verwendet und es kommt Feuchtigkeit dran, dann rostet euch natürlich die Schrauben weg. Nehmt da tolle Edelstahlschrauben zum Beispiel und vielleicht auch noch ein bisschen bessere Dübel dazu.
Warum hier eine Pinzette dabei ist, ich vermute mal, um die SIM-Karte aus der Kamera rauszufischen und auch die SD-Karte, die man verbauen kann, ist natürlich auch sehr klein. Und wenn man im Außenbereich ist, dann kann man die besser mit der Pinzette ziehen. Die Idee finde ich wirklich sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch ein paar Schrauben mit so einem extra Kopf. Da muss ich mal schauen, für was die sind. Und einen Imbusschlüssel. Das schauen wir uns später dann nochmal genauer an, für was das ist. Hier dann die SIM-Karte, die natürlich hier schon fehlt. Die ist schon in der Kamera verbaut. Hier habt ihr die Anleitung, wie das alles oder was ihr alles da braucht dazu. Da habt ihr hier auch natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, Vodafone, O2 ist Telefonica in Deutschland zu benutzen. Und ich glaube, auch Telekom ist damit auch damit zu verbinden, wenn ihr eine eigene SIM-Karte verwenden möchtet. Heben wir dann mal den eigentlichen Kamerabody heraus. Und ist hier nichts mehr drin. Schade, dass das hier Vollplastik ist. Das finde ich immer ein bisschen blöd, dass Hersteller da immer noch keine andere Lösung finden wollen. Ich nenne es extra finden wollen, um da halt ein bisschen Plastik zu sparen. Auch die Tüten hier außenrum ist nicht unbedingt so vonnöten, finde ich. So, das legen wir alles mal weg. Und dann schauen wir uns doch mal hier die Halterung, die dann an die Wand kommt oder an euren Stall kommt oder wo auch immer, hier auch nochmal ab. Da braucht ihr, wie gesagt, dann die Bohrschablone oder könnt die Bohrschablone aufkleben. Dann die Löcher bohren, die ihr dann wollt und braucht. Und dann halt die Trägerplatte dann halt anzuschrauben. Die Kamera selbst ist natürlich aus Kunststoff, das ist ganz klar. Vollkunststoff, schwarz. Schwarz finde ich schon okay, dann ist sie nicht direkt zu sehen. Man möchte ja auch nicht unbedingt direkt zeigen, dass man ein Gelände überwacht. Das ist auch richtig, aber ich kann euch raten, kennzeichnet das Gelände mit, hier wird Video überwacht, ihr könnt überall Aufkleber kaufen und so weiter. Manchmal bei anderen Herstellern waren auch schon Aufkleber dabei, aber ich sag mal, die werden nicht viel kosten. Ist bestimmt weniger kosten, wie vielleicht eine Klage gegen euch, wenn ihr dann eine Strafe vielleicht bekommt. Das wäre echt schade, muss ich ehrlich sagen. Hier nochmal ein kleiner Aufkleber als Schutz drauf, ziehen wir natürlich auch ab. Und dann schauen wir uns nochmal die Antennen nochmal genauer an. Also hier habt ihr zwei Empfangsantennen, um halt 3G oder 4G zu empfangen. Dann habe ich doch irgendwo gesehen, ja hier im unteren Bereich auch nochmal mit einer Gummilippe dann geschützt. Dann hier der USB-Anschluss, um den Akku zu laden. Ich krieg's kaum auf, aber das ist ja auch gut so. Das ist eine ganze und hier, das kann auch nicht runterfallen, um den Akku zu laden. Ihr habt hier auch noch einen On- und Off-Schalter, auch sehr wichtig. Dann könnt ihr auch mal die Kamera komplett ausschalten. Der verbaute Akku übrigens ist 14.400 mAh stark. Das Solarpanel kann 5 Watt nonstop Solarpower der Kamera übertragen und somit einen Dauerbetrieb natürlich auch gewährleisten. Das ist wirklich sehr, sehr cool, dass das funktioniert. Ihr habt hier unten auch, das dürften dann so Lüftungsschlitze sein und hier hinten nochmal ein paar Schlitze, auf die wollte ich eingehen, sind natürlich dann halt für die Tonübertragung. Wie gesagt, zwei Wege Gesprächsübertragung möglich. Also ihr könnt mit einer Person, die vor der Kamera steht, dann quatschen. Ja, die Kamera selbst kann eine 2K-Auflösung darstellen. 2K-QHD-Auflösung nennt der Hersteller das. Das muss man sich dann letztendlich einzeln mal anschauen. Bis zu 4-fach Digitalzoom. Ob man das jetzt unbedingt machen muss, ist so die Frage. Ihr habt auch den Color Night Vision. Also ihr könnt farblich auch in der Nacht halt die Videoüberwachung darstellen. Das wird gewährleistet durch diese Strahler, die hier verbaut sind. Da könnt ihr das Licht anschalten. Dann habt ihr natürlich auch farblich in der Nacht. Aber auch eine Infrarot-Nachtüberwachung ist natürlich möglich, wenn ihr nicht gerade zeigen wollt, dass eine Kamera hier mit Licht den, der bei euch auf dem Gelände ist, gerade filmt. Ihr könnt hier die Kamera auch per Handy-App schwenken. Also das ist auch möglich, überhaupt kein Problem. Und hier neigen. Also ihr habt hier eine Abdeckung von 355 Grad Schwenkung und 95 Grad in der Neigung. Wirklich einen sehr, sehr großen Bereich könnt ihr damit abdecken. Das ist wirklich sehr cool, finde ich, weil viele Überwachungskameras sind da doch starr. In ihrer Bauform und dann könnt ihr natürlich auch einen gewissen Bereich abdecken, aber hier könnt ihr nochmal drehen, was ist in der Ecke los, was ist hier los und so weiter und so fort.
Was möglich ist über die App, ist die Push-Alarm-System. Ihr kriegt direkt auch, wenn ihr das wollt, auf euer Smartphone dann eine Benachrichtigung, wenn sich in eurem überwachten Bereich was tut. Dank der Personenerkennung, der intelligenten Personenerkennung und Tiererkennung ist die Fehlererkennung dann doch auch ziemlich gering, sage ich mal. Wenn ein Tier vorbeihuscht, erkennt das die Kamera und dann könnt ihr sagen, dann wollt ihr keine Benachrichtigung haben. Die Kamera, das hatte ich nochmal vergessen eben hier, ihr seht und noch mal unten den die Abdichtung ist nach IP66 wasserdicht gegen Eintritt von Staub und natürlich Wasser. Das ist ganz klar. Schnee, Eis, das macht der Kamera überhaupt nichts aus. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja, App, da braucht ihr die U-Box-App. Ich hätte beinahe gesagt Unbox-App. Nein, die U-Box-App. Und die lade ich mir jetzt mal schnell runter und dann sehen wir uns gleich in der Einrichtung wieder. Ja, ich habe sie jetzt angeschlossen. Ihr seht hier schon einen Scanner. Ich habe das Panel auch mal angeschlossen. Es wird hier unten bei dem Power-Button dann angeschlossen, das Solarpanel. Und jetzt muss ich hier den QR-Code hier oben scannen. Mal gucken, wie das funktioniert. So, jetzt. Das hat direkt funktioniert. Enter the camera name and address. Your default name and address can go to the next step directly. Ja, wir machen Smart-Kamera, belassen wir. Mein Haus belasse ich es einfach auch mal. Das kann man ja bestimmt später nochmal umbenennen. Ihr seht hier oben brennt die blaue LED. Da kann man natürlich gucken, ob das alles erfolgreich passiert ist. Jawohl. So, dies ist online. Und jetzt drücke ich mal rein. Und hier kann ich noch heller und dunkler machen. Jawohl, SD-Karte ist keine drin. Die kann man natürlich auch einbauen. Und jetzt seht ihr schon hier oben, meine Hand kommt. Ist natürlich ein bisschen Übertragungsweg. So, jetzt habt ihr das auch dann hier, seht ihr mal, mich hier auf dem Smartphone. Also es funktioniert. Ihr habt hier eine 4G-Lösung jetzt quasi. Keine WLAN-Verbindung. Leider, das muss ich noch dazu sagen, es ist keine WLAN-Verbindung möglich. Das ist etwas schade. Ich hätte mir gern beides gewünscht, weil dann kann man entscheiden, ob man es doch dann in der Nähe vom eigenen Haus, wo WLAN verfügbar ist, oder halt über die SIM-Karte das Ganze löst. Aber wie gesagt, für eure Pferdekoppel, für euer Ferienhäuschen, wo ihr kein Internet habt, in den Bergen, auf einer Berghütte oder so weiter, könnt ihr diese Kamera wirklich sehr, sehr gut nutzen. Ja, und das war es eigentlich schon. Also ihr könnt natürlich alle Kamera-Features nochmal in der Videobeschreibung nachlesen. Die verlinke ich da genauso wie natürlich nochmal alle Informationen über das Gewinnspiel. Wie gesagt, ihr könnt eine komplett neue Kamera, komplett neu verpackte Kamera, hier die ja Xega, wie auch immer, Überwachungskamera 3G, 4G fähig gewinnen. Alle Gewinnspielbedingungen findet ihr natürlich, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und das soll es jetzt gewesen sein für dieses Video über die, ja, tolle Kamera mit Solarpanel. Ihr braucht, wie gesagt, keinen Strom, kein WLAN. Und die könnt ihr, wie gesagt, gewinnen. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.